Ja, ist schon im roten Bereich. Das kann funktionieren. Das wäre großes Glück. Sollte aber nicht und muss auch nicht. Ah, ein Zierkampf mit Ivoli. Ja, komm, ich nehme mal den Trank jetzt hier. Pikachu kann ja jetzt hier wirklich nichts bringen. Trank. 21 Tränke habe ich. Warum habe ich den nicht benutzt? Na komm. Trank auf Ivoli. Blacky. Ist wieder geheilt. Nein, nicht ganz, aber ist aufgefrischt. Zack. Kann mal weitergehen. Jetzt hier ein bisschen länger. Ich bitte um Verzeihung, aber ja, wir haben es gleich mühsam mit Blacky erkämpft. Ist auch eine Art, einen Kampf zu bestehen. Wie gesagt, einfach draufhauen. Muss nicht gerade effektiv sein. Schafft man auch. Ein wenig glorreich, aber ja, man kriegt das hin. Blacky erreicht Level 10. Na dann. Haben wir es doch geschafft. Blacky versucht, Doppelkick zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Doppelkick ersetzt werden? Ja, das soll es. Wie wäre es mit Rutenschlag? Ja, das kann man doch vergessen. 1, 2 und schwupp. Blacky hat Rutenschlag vergessen und Blacky erlernt Doppelkick. Der Rest deines Pokémon-Teams erhält auch ein paar Erfahrungspunkte. Pikachu erreicht Level 6. Pikachu erlernt Ruckzuck-Hieb. Arena der Tauko wurde besiegt. Und der erste Orden ist mein. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Nee, du hast mich schon richtig eingeschätzt, aber ich hatte ein Ivoli, was viel aushält und dein Onix dann doch noch besiegen konnte. Du gewinnst 1900. Siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Arena der Tauko hervor. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, bereiche ich dir den Felsorden. Nice. Wir sind das beste Team. Vor allem Blacky und ich. Also das Ivoli und ich. Du erhältst den Felsorden von Rocco. Wir zwei halten's aus. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhalten Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Du erhältst TM01 Kopfnuss von Gorko. Du verstaust das Item TM in der TM-Box. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltenen Tacken beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM01 erhält übrigens die Attacke Kopfnuss. Ach was. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Okay, hier haben wir eine Zuschauertribüne. Das finde ich ganz interessant. Da schauen Leute zu, wie ich kämpfe. Das hatten wir auch noch nie. Auf der anderen Seite auch. In einer Arena Zuschauerränge macht schon irgendwie Sinn. Alles klar. Ganz wie ich es mir gedacht hatte. Du hast definitiv das Zeug dazu, Champ zu werden. Ivoli will gestreichelt werden. Und das Ding unten links, das zeigt an, dass es gestreichelt werden will. Blacky ist zwar vor Anspannung erschöpft, aber es ist noch nicht am Ende. Na dann, spielen wir mal mit Blacky. Na komm. Streichel. Ist ein bisschen schwer hier, mit dem Controller auf dem Bildschirm zu zeigen und das dann zu streicheln. Na, Streichelbewegung mach. War schon besser da drin. Ein Blicky streicheln. Das klingt falsch. Oh, ist für ein Blicky nicht so toll. So. Dann haben wir uns mal um sie gekümmert. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Pokémon Arena von Mamoru Yasui, Arena Letter Rocco,
anerkannter Trainer, Maulwurf, Zwergenfee. Da fehlt nur noch die Hälfte des Teams. Hey! Hey, du da! Wer ist denn da? Wer bist du und was machst du hier? Du bist doch diese Zwergenfee, oder? Ja, genau die bin ich, aber woher weißt du das? Ha, ich hatte recht, natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Ja, Blau. Der eigentliche Rivale in der ersten Generation. Hallöchen. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatsdorf Alabaster zu einem Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Was heißt vor? Ich bin da gerade rausgekommen. Ich bin fertig. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Das habe ich langsam verlernt. Die Aufnahmepause war doch wohl zu lang. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Du erhältst 5 Superbälle von Blau. Du verstaust sie in der Fangtasche. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber mal was an ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Den hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf eine Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Man riecht sich? Hoffentlich nicht. Geruchs-YouTube. Ja, das wäre bei manchen Let's Playern mich nicht ausgenommen. Naja, das wäre nicht gerade. Das wäre bestimmt kein Blümeranta-Duft, der euch da entgegentreten würde. Oder Toilette. So viel sei gesagt. Vor allem, wenn ich aufnehme und hinter der Kamera sitze. Keine weiteren Ausführungen. Alles klar. Alles klar? Klar. Bist du bereit? Willkommen in den Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, gerne. Okay, dann nehme ich deinen Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Na dann. Das Team hat tapfer gekämpft. Kannst du aufgeladen werden. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Neueste mein Wunaera an der Seite. Die Schwester Joey. Dann kaufen wir mal mit dem neuen Preisgeld was ein. Ein bisschen was kaufen. Was gibt's denn da? Gibt's schon Beleber zu kaufen? Scheinbar nicht. Oh Mann, Joy-Con. Was machst du mit mir? Pokéball, Superball, Trank. Oh, Superbälle gibt's zu kaufen. Da nehme ich ein paar von. Ja, Tränke werden bestimmt auch nicht schlecht. Okay, nehmen wir 5 von denen. Zack. Nicht verschwenden. Nicht daneben werfen. So, Pokébälle. Wie viele habe ich noch von den Pokébällen? Na komm. Ja, Mann. Pokébällen 62. Okay, das dürfte vielleicht erstmal reichen. Tränke habe ich 20. Na, das reicht auch. Habe ich ja keinen benutzt. Fluchtseil. Ich hoffe mir auch erstmal 1-2 Stück. Kann ich bestimmt mal gebrauchen. Zack. Und habe ich noch Geld für einen Schutz? Ja. Einer. Für einen reicht es. Naja, habe ich wieder mein Geld ausgegeben. Okay, ich kann noch was verkaufen. Ich habe doch hier eine Riesenperle. Na komm. Verschenkt. Nee, verkauft. Nicht verschenkt. Damit kann ich wieder ein bisschen Schutz kaufen. Schutz kann ich wirklich gebrauchen. Das ist gar nicht so schlecht. Obwohl, ist Schutz hier nicht einigermaßen überflüssig? Naja, ich kaufe mir noch 1-2
bringt ja nichts, weil man begegnet ja im hohen Gras eh keinen Pokémon mehr. Ja, komm! Jetzt Joy-Con, mach keinen Stress. Ich kaufe noch zwei jetzt hier. Dann habe ich hier ein bisschen was davon. So, dann kann ich noch ein bisschen Superbälle kaufen. Na komm, Superball. 1, 2, 3. Ja. 10. Dann hätten wir 15, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Das ist doch gut. Das war doch ein guter Einkauf fürs Erste. Ich würde mal sagen, auf dem Weg nach Vertania City, da bin ich schon längst raus. Wir sind schon durch den Vertania-Wald. Memoria City Wissenschaftsmuseum. Wir sind in Memoria. Und ich würde mal sagen, demnächst, im nächsten Part, wie es ausschaut, gehen wir ins Museum, ein bisschen Kultur erleben. Memoria City, ja, läuft von selbst. Ja, mach mal. Ich würde mal sagen, mein Joy-Con spielt verrückt. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part jetzt hier schon ist. Ich kann mal kurz auf die Uhr hingucken. Auf dem Weg nach Vertania City. Das Öhrchen sagt, wir sind schon wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme, also im nächsten Part, habe ich ein bisschen, müssen wir wahrscheinlich irgendwie unterteilen, habe ich irgendwie überzogen, müssen wir irgendwie, muss ich irgendwo einen Cut setzen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache trotzdem mal eine kleine Aufnahmepause, einmal hier speichern. Ein bisschen Aufnahmepäuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein winzig kleines Aufnahmepäuschen hier an dieser Stelle und dann, ja, geht's ins Museum. Bis gleich. Weiter kann's gehen. Jetzt bin ich ein bisschen vollgefressen. Hab gerade ein bisschen Kuchen gemampft. Weiter geht's. Museum. Ein bisschen Kunst. Ein bisschen Kultur erleben, hoffentlich. Mal schauen, was es hier so gibt. Auf dem Weg nach Vertania City. Willkommen, für Kinder beträgt der Eintritt 50 Buck-Dollar. Möchtest du dir die Ausstellung ansehen? Gerne doch. Dafür bin ich hier. Rein geht's. Viel Vergnügen. Na dann, schauen wir mal, was es hier so Hübsches zu betrachten gibt. Machen wir mal Kunstbetrachtung. Ja, willkommen zurück. Kabutops Fossil. Das ist ein selten urzeitliches Pokémon-Fossil. Aha. Sieht prachtvoll aus. Sitzen. Wir können nicht sitzen. Wieso können wir nicht sitzen? Das ist eine schlechte Neuerung, dass man nicht mehr liegen und sitzen kann. Wieso muss man denn immer auf Achse sein? Man kann sich doch auch irgendwo mal auf einer Bank sitzen oder auf einem Stuhl und mal... Gerade in einem Museum kann man sich mal auf einen Stuhl sitzen, der da rumsitzt und mal... Der da rumsteht und mal die Sachen genießen. Mal die Kunst anschauen, betrachten im Sitzen. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Ja, ich weiß, viele von euch Zuschauern gehen nicht oft und gerne ins Museum, aber ich tue es. Auch nicht oft, aber gerne. Ich bin nicht oft im Museum, aber wenn ich mal im Museum bin, kann auch schön sein, ist schön. Gerade so bei Gemälden und bei Sachen. Gerne mit Audioguides oder mit Führung. Nicht schlecht, also man lernt was dazu. Ist nicht die schlechteste Zeit, der schlechteste Zeitvertrieb. Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solchen majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Ja, Kultur tanken ist nicht immer schlimm und falsch. Ist eigentlich nie schlimm und falsch. Naja, aber viele haben wohl ein schlechtes Bild von Museen. Das ist ein seltenes, urzeitliches Pokémon-Fossil. Und da ist ein Modell.
Oh, das ist ein echtes urzeitliches Pokémon. Halt, Fehlanzeige, es ist ein Replikat. Wollte gerade sagen, echt ist das nicht. So still kann ein echtes Pokémon nicht stehen. Und diese Musik jetzt auch im Museum. Na, da hätten sie sich eine andere Musik ausdenken können. Nicht die auf dem Weg nach Vertania City Musik. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Ui, das ist ein spannendes Thema. Ein dreidimensionelles Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Ui, toll, hübsch. Hier wird immer ein bisschen wenig dazu erklärt. Ich habe immer gerne ausgeschmückte Erklärungen zu den Ausstellungsstücken. Denn wüsste ich gerne ein bisschen mehr zu. Metroid vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Alles klar. Ich muss mal wieder in ein Museum gehen. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Naja, er ist vom Mond. Also insofern schon irgendwie besonders. Ich hätte gern ein Evoli. Es ist so furchtbar süß. Bringst du mir eins, Papa? Bitte. Ja, ja, ein Evoli. Ich besorge dir eins, versprochen. Na, wo er das herkriegen will. Ich habe eins, aber das gebe ich nicht her. So, was haben wir denn hier? Die Ausstellung ist ziemlich klein, aber gut. Ist ja auch eine kleine Stadt. Meteoritenstücke. Also ist nicht die kleinste Stadt, aber auch nicht die größte. Du glänzt durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Ja, Kristalle sind immer hübsch. Die kann man sich anschauen, die kann man sich geben. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weit entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ja, auch aktuelles mit eingebaut. Raumfähre. Ein Space Shuttle, wenn ich mich nicht irre. Aber mit Fakten wollten sie ja nicht Leute verwirren. Die Entstehung des Weltalls. Ja, ein bisschen minimal dargestellt, aber könnte passen. Und das scheint auch eher so, okay, verstehe, Explosion, dann nix, dann so ein bisschen was, dann immer mehr und so ein bisschen Planeten und Milchstraße und, okay, sehr minimal dargestellt. Na denn, das war die Ausstellung. Eine hübsche kleine Ausstellung. Ja. Kann man nicht meckern. Schlecht ist es nicht. Gibt's hier noch ein Souvenir da? Kann ich mir noch ein bisschen Souvenire mitnehmen? Viel Vergnügen. Ja, das hatte ich. Bei euch gibt's noch was zu kaufen? Nee. Normalerweise gibt's noch einen Museumsshop. Der da drüben, kann ich da rein? Ja, da ist was, da ist ein Türchen. Aber da kann ich erst durch, wenn ich einen Zerschneiderbusch habe. Dann kann ich dran vorbei. Dann kann ich nicht. Dieser Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Ja, ich habe noch niemanden. Pepe kann das noch nicht. Ja, tut mir leid. Pepe ist da noch nicht so gut drin. Und zerschneidern. So, ich hatte doch hier Kopfnuss. Wem kann ich denn Kopfnuss beibringen? Das ist doch bestimmt auch keine schlechte Sache. Je. Das ist ein Bonbonglas. Da sind noch keine Sachen drin. Pokémon-Box. Ich habe mal was gehört. Ich piepe das Raubi hier an den Professor schicken. Schicken wir doch Pepe 2 an den Professor. Na komm. Auswählen und verschicken. Das ausgewählte Pokémon wird verschickt. Bist du damit einverstanden? Ja,
Probieren wir es mal aus. Das Pokémon wurde an den Professor verschickt. Du hast eine Nachricht von Professor Eich erhalten. Vielen Dank für den Transfer. Das bringt meine Forschung sicher voran. Zum Dank erhältst du von mir eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Sie wird sie stärker machen. Energiebonbon. Im Bonbonglas verstaut. Ja, wie in Pokémon Go. Wenn ich mal ein Wort zum Pokémon Go verlieren dürfte. Robustbonbon. Okay. Das bringt bestimmt irgendwas. Pokémon Go habe ich nie gespielt. Ich kann es also nicht wirklich beurteilen, aber ja. So das, was ich mitbekommen habe von meiner Familie. Da spielen einige Pokémon Go aus meiner Familie. Naja, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich hab mich so ein bisschen informiert, habe auch Videos dazu gesehen. Gab ja einige YouTube-Videos zum Pokémon Go. Nick ist Stärke gewohnt. Das kann nichts schaden. Robust-Bonbon, das kriegt Pepe. Kann man ein bisschen robuster werden. Ist stärker gewohnt. So, da sind wir den Bonbons wieder losgeworden. Speichern wir das Spiel mal ab. Zack. Da haben wir den ersten Orden von Rocco erhalten. Na dann. Sieht doch gut aus. Einen Namen brauchen wir noch für das Pikachu. Wie nennen wir das denn? Wer könnte denn das Pikachu sein? Wer könnte das Pikachu werden? So. Dich nenne ich so hier. Ja. Ist auch ein Typ aus meiner Community von Discord. Ein treuer Moderator. Ja. Er ändert irgendwie immer seinen Namen und ja. Heißt mal so, aber so. Ja, damit ist, glaube ich, also Alpha Dragon, das ist so ungefähr. Ist. Klar, wer gemeint das ist, ja, hat er mal hier ein Pokémon bekommen. Fühlt langsam knapp mit Leuten aus meinem Discord. So, mal gucken, wen wir noch so benennen. Ich hätte noch einen, aber da bräuchten wir Weibchen für. Da, ja, hätte ich was parat. Ansonsten wird es mit Namen ein bisschen knifflig. Ja, dann würde ich mal sagen, speichere ich mein Blatt, das Spiel ab und ich weiß gerade nicht, wie lange das jetzt schon ist, ob das Museum gereicht hat. Es hat bestimmt gereicht. Ich würde auf jeden Fall den Part an dieser Stelle beenden. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwangfest verpassen wollt. Habt noch eine angenehm fürstliche Zeit. Man sieht sich in einem anderen Video. Oder im nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, scheint so, als würden wir dann hier weitergehen. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Murrensberg gestohlen. Sachdienliche Hinweise wird gebeten. Schadliche Hinweise ist auch gut. Polizei von Marmoria City. Okay, mal schauen, wo es im nächsten Part weitergeht. Bis dahin. Man sieht sich. Ja, sie hat auch gerade gewunken. Bis dahin. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.